Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Videoreihe zum Außenlagerkomplex Kaufering. Mein Name ist Nina Kiel und ich arbeite für die KZ-Gedenkstätte Dachau und die Europäische Holocaust-Gedenkstätte Stiftung e.V. Wir befinden uns heute wieder im ehemaligen Lager Kaufering 7 und wollen uns gemeinsam eine Tonröhrenbaracke ansehen. Das war eine Häftlingsunterkunft, in dem die Frauen, die weiblichen KZ-Häftlinge, untergebracht waren. Sie sehen hier die Tonröhren, die ineinander gesteckt wurden. Auf diesen Tonröhren, jedenfalls auf manchen, wurde ein Stempel, ein Schriftzug eingedrückt. Auf diesem Stempel kann man hier erkennen: Physée Keramik JCB TSGDG. Aufgelöst heißt das Physée Keramik Jacques Couel Breveté, sans garantie du gouvernement. Übersetzen kann man das mit Tonröhren, Patentinhaber Jacques Couel, ohne Garantie der Regierung. Der Schriftzug hier auf den Tonröhren markiert ein Patent des damals sehr bekannten Architekten Jacques Couel, der ab den 1940ern Bauten mit diesen Tonröhren in Frankreich errichtete. Die Verwendung dieser Tonröhren ist quasi eine frühe Art des ökologischen Bauens. Und zwar sollten diese Tonröhren eine Art günstiges Klima im Raum schaffen. Also es sollten Flüssigkeiten durch diese Tonröhren hindurchgeleitet werden. Und je nach Jahreszeit und Bedarf Kühlung oder Erwärmung hervorbringen. Wie kamen diese Tonröhren nun aus Frankreich hierher ins Lager Kaufering 7? Und zwar brachte die Organisation TOT diese Tonröhren mit hierher als Kriegsbeute. Die Organisation TOT war eine Bauorganisation, die für den NS-Staat und die Wehrmacht gearbeitet hat. Ja, die Organisation TOT brachte diese Tonröhren um 1943 herum mit aus Frankreich. Allerdings hatte die Organisation keinerlei Kenntnis der Patentschrift. Das heißt, sie hatten keine Bauanleitung und haben diese Tonröhren falsch zusammengebaut. Hier haben wir eben keinen klimatisierenden Wohlfühleffekt. Im Zuge von Konservierungsarbeiten, die hier durchgeführt wurden, vom Frühjahr 2014 bis zum Frühjahr 2016, ist hier im Raum oder in den Räumen der Tonröhrenbaracke eine Luftfeuchtigkeit von 90% festgestellt worden. Das hat dazu geführt, dass alle Holzteile, die hier im Zuge der Konservierungsarbeiten angebracht wurden, zum Beispiel Holzbretter an den Fenstern, dass die innerhalb von 3 Wochen verschimmelt waren. Also es hat sich innerhalb von kürzester Zeit bei dieser 90-prozentigen Luftfeuchtigkeit giftiger Schwarzschimmel gebildet. Was bedeutet das nun für die Lebensumstände der weiblichen KZ-Häftlinge hier im Lager? Das bedeutet zum Beispiel, dass Kleidungsstücke, die man hier zum Trocknen aufgehängt hatte oder am Leib trug, dass die nie richtig trocken wurden. Ja? Oder die Frauen waren auf Stockbetten untergebracht. Also es gab hier 2-stöckige Betten, die waren mit Stroh ausgelegt. Dieses Stroh ist auch innerhalb von kürzester Zeit ganz modrig geworden und weggeschimmelt. Genauso die Decken, die die Frauen eigentlich hatten, um sich zu wärmen. Es gab hier zwar einen Ofen, aber im Winter herrschte in den Tonröhrenbaracken immer nur eine mittlere Temperatur. Das heißt, hier drin wurde es trotz Ofen nie richtig warm. Dazu kam die völlig unzureichende Versorgung mit Kleidung und Schuhen.
Die Häftlinge mussten in den letzten Kriegsmonaten oft mit Kleidungsstücken über die Lagerzeit kommen, die sie bei ihrer Verhaftung am Leibe trugen. Elektrisches Licht gab es in diesen Tonröhrenbaracken auch, das aber nur die SS von außen an- und abschalten konnte. Die Frauen konnten diese Lichtschalter von innen nicht bedienen. Im März und April 1945 waren hier pro Tonröhrenbaracke ca. 90 Frauen untergebracht. Die Frauen hatten generell hier im Lager die gleichen Arbeitsbedingungen wie die Männer auch. Also sie mussten auch auf den Bunkerbaustellen arbeiten und dort Schwerstarbeit verrichten. Manche der Frauen hatten aber auch Glück und konnten zum Beispiel in der Küche arbeiten oder als Reinigungskraft. Wer waren die Frauen, die hier leben mussten eigentlich? Und zwar wurde bei Konservierungsarbeiten 2015 wurden Unterschriften gefunden von Frauen, die hier gelebt haben. Eine Unterschrift davon gehörte einer Frau namens Allegra Malell. Allegra Malell wurde 1913 auf der Insel Rhodos geboren. Die Insel Rhodos gehörte damals noch zu Italien. Hier auf dieser Grußkarte sehen wir die junge Allegra Malell im Jahr 1932 mit einer modernen Kurzhaarfrisur. Rhodos wurde im September 1943 von der Wehrmacht besetzt. Allegra Malell wurde dann etwas später, am 21. Juli 1944, mit anderen jüdischen Einwohnern von Rhodos nach Auschwitz deportiert. Sie blieb da 3 Monate lang, bis sie am 27. Oktober 1944 im Außenlagerkomplex Kaufering ankam. Allegra Malell hat die Lager überlebt und ist Ende April, am 29. April, im Außenlager Schleißheim von den Amerikanern befreit worden. Da sie aber aufgrund der Haftbedingungen krank war, ist sie in ein Krankenhaus nach Bologna gebracht worden. Dort starb sie an Tuberkulose im August 1945, ein paar Tage vor ihrem 32. Geburtstag. Jetzt möchte ich mich aber erstmal von Ihnen verabschieden, möchte mich herzlich bedanken, dass Sie zugeschaut haben, und ich würde mich sehr freuen über Fragen, Kommentare und so weiter. Ich bin für Sie persönlich erreichbar unter der E-Mail-Adresse europäische-holocaust-gedenkstätte@gmx.de.